Du schaust ja aus wie übelst der Kiffer. Ja. Bist du Kiffer? Bist du Rastafari oder willst du irgendwas ausdrücken mit deinem Aussehen? Dreimal, Alter. Und die haben ja aber nicht mal einen Drogentest. Aber nicht mal einen Drogentest machen lassen. Bevor es mit den Zuschauerfragen weitergeht, ist es Zeit für ein bisschen Authentizitätsverlust. Dieses Video wird wie das andere Video mit Nadira unterstützt von Raid Shadow Legends. Raid, das sensationelle Fantasy-RPG, das ihr sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC zocken könnt. Und das Ganze kostenlos. Ultralativ, was sagst du dazu? Eine durch und durch angenehme Erfahrung. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das Spiel spiele. Jetzt werfen wir einen Blick rein. Und nun erstmal rüber zum Kreaturenbeschwören. Wow! So, jetzt die nächste Kreatur. Wie wird die wohl sein? Ja, Baby! Oh, Baby, ja! So, und noch eine Kreatur. Alle drei nicht schlecht. Kann man alle verwenden. Im Kampagnenmodus hänge ich irgendwie gerade beim letzten Level. Ich versuche gerade herauszufinden, was ich in diesem Spiel machen könnte, um da easy zu gewinnen. Dann gibt es jetzt neu noch den Battle Pass, mit dem man jede Menge neuen Stuff von Edelsteinen bis Champignons gewinnen kann, wenn man die täglichen Aufgaben bewältigt. Open 3000 ist mein Nick im Game und du kannst gerne meinem Clan Sledgehammer beitreten. Also, worauf wartest du noch? Gehe zur Videobeschreibung, klicke auf die speziellen Links. Wenn du ein neuer Spieler bist, erhalte 100.000 Silber und den kostenlosen, großartigen Champion Death Chanter. Gültigkeit beträgt nur 30 Tage. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hier wieder am Start mit Nadira. Jetzt beantworten wir einfach mal ein paar Instagram-Kommentare von euch, beziehungsweise du beantwortest sie. Mhm. Wie lange hat der Entzug circa gedauert und wie viele Anläufe hat es letztendlich gebraucht? Also ich habe nur einmal ernsthaft versucht aufzuhören und das hat geklappt. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch auf den Moment zu warten, bis man wirklich innerlich bereit dazu ist, bevor man dann Ewigkeiten irgendwie 1000 Versuche startet und dann immer wieder denkt, so, ich bin so ein Vollidiot, ich kriege das nicht hin. Mhm. Und bei mir hat, also ich... Insgesamt habe ich 3 Wochen entzogen und ich glaube aber in der 2. Woche war schon kein Crystal mehr in meinem Körper. Mhm. Ja. Und ja. Therapie war ich 2 Jahre lang. Ist man gewissermaßen nicht immer auf Entzug, weil du hast ja, der Suchtdruck, der bleibt ja immer, so ist man gewissermaßen. Also der verändert sich auf jeden Fall. Der körperliche Entzug ist immer weg, aber man... Wie siehst du das? Manchmal ist man ja, es gibt ja so einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, so würdest du dich jetzt noch als Drogensüchtiger bezeichnen, obwohl du quasi keine mehr nimmst? Also ich weiß, ich kann keine Line ziehen, ohne direkt wieder Junkie zu sein. Ja. Und das ist bei fast allen Drogen bei mir genauso. Mhm. Was war das schlimmste Erlebnis des Konsums? Oha. Also da gibt es sehr viele. Also davon habe ich auch manchmal immer noch Albträume. Für mich waren die Momente am schlimmsten, wenn ich, keine Ahnung, ich war 4 Tage wach oder so. Und allein das ist ja schon, also dann fängt es halt an, dass du Stimmen hörst und so eine Scheiße, ne? Und du denkst tatsächlich, dass die mehr Stimmen reden und du kannst auch nicht mehr davon unterscheiden, ob das real ist oder nicht. Und dann fängt das Gehirn auch immer zu switchen an, also so von wegen einerseits kriegst du mit, dass du den Verstand verlierst und andererseits wieder nicht. Also du hast kein Zeitgefühl mehr, kein gar nichts mehr. Ne? Und die Gedanken springen total. Oder ich zum Beispiel habe ich auch, ich habe einen Satz angefangen und ich habe im gleichen Satz vergessen, was ich gerade geredet habe. Das passiert mir aber nüchtern manchmal auch ab und zu. Das ist voll so mein Ding. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein ADHS-Ding manchmal so... Ja, schon. So eine Art Blackout dann hast du? Nicht Blackout, so quasi, dass ich plötzlich, also ich sag was und mit einem Satz denke ich an was anderes. Ja. So, ich schaue auf was Bestimmtes und dann denke ich über das nach, worauf ich schaue und so. Ich bin total easily sidetracked. Aber ich denke mal, die Variation auf Drogen ist bestimmt dann nochmal tausendmal krass. Und bei mir ist es jetzt nicht so, dass das die ganze Zeit passiert, sondern so, ab und zu. So. Ja, und das kann halt immer schlimmer werden. Und für mich war ein Moment...
Da saß ich, ich weiß noch genau, wie dieser Raum aussah. Ich saß irgendwo auf der Couch und ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe. Ich weiß nicht, wo ich war, keine Ahnung. Und es ist, ich weiß, dass ich wahrscheinlich schon seit Stunden auf dieser Couch saß und ich seit Stunden geredet habe oder keine Ahnung, was gemacht habe. Und ich bin halt auf einmal aufgewacht und da kommt mir auch so voll das Ding hoch. Aber ich habe einfach nicht mehr gewusst, was überhaupt ist, so, ne? Ja, ja. Also ich dachte wirklich, ich habe meinen Verstand verloren. Mhm. Ich dachte, ich habe ab sofort... Wer hat seinen Verstand verloren? Ja, das wusste ich auch nicht mehr. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis, da habe ich sozusagen eine Art epileptischen Anfall gehabt, glaube ich. Mhm. Also ich bin halt aufgestanden, meine Schwester war da noch neben mir und ich weiß nur noch, ich bin zur Tür gegangen und dann lag ich wohl auf dem Boden und bin dann aufgewacht und meine Schwester hat halt gesagt, ich hätte da rumgezappelt. Halt. Oh ja. Ich liebe die nächste Frage. Ja, hattest du auch blaues Crystal? Blaues Crystal? Nee, weil damals, ich habe ein halbes Jahr vor meiner Therapie habe ich angefangen, diese Serie zu schauen. Ja, echt? Wollte ich gerade fragen. Ja, und damals war das noch gar nicht so, wie war so das angesagt. Für dich, die Serie zu schauen? Nee, wir haben das voll verdruft halt, die Serie angeschaut. Ne? Gefeiert so. Ja, so, ich weiß nicht, damals war ich schon krasser verdruft, also dass ich auch nicht... auch schon wusste, dass das total verjunkt ist halt so, also, dass es nichts mehr zum Lachen ist so, ja. Aber es hat mich auf jeden Fall fasziniert, auf jeden Fall, ja. Aber nein, aber ich habe gehört, dass es später dann irgendwie blaues Crystal auch gab, aber dass es wohl nur eingefärbt wurde. Mhm. Genau, du hast geraucht, das Meth, oder hast du auch manchmal gespritzt am Schluss? Und dann? Also nee, ich habe nur gezogen und geraucht. Okay. Aber ich war einmal kurz davor, ich hatte die Nadel schon in meinem Arm stecken und dann habe ich es nochmal abgebrochen. Ah, interessant. Wie viel kostet der Konsum zum Beispiel in einer Woche bei dir jetzt? Ja, ich meine, also ich finde es ist mal schwierig zu sagen, weil ich meine, als Junkie gibst du einfach das Geld aus, was da ist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt berechnest, ah ja, wie viel brauche ich, sondern du ballerst einfach alles weg so. Und dann gab es natürlich Wochen, da habe ich viel... Also alles viel mehr gehabt und ausgegeben und manche nicht so, ne? Mhm. Dann war ich halt entzügig. Also es ist sehr unterschiedlich, aber ein Gramm hat damals, also ja, circa 70 bis 100 Euro gekostet. Ja. Hast du dann einen festen Tagesablauf gehabt? Zu den Zeiten, wo du sicher warst, oder war einfach nur das pure Madness? Madness? So quasi, dass du, also quasi so, du bist aufgestanden und wusste nicht, wie der Tag anfing und dachte nur, ich brauche irgendwo jetzt ja Geld, dass ich meine Sucht stillen kann, oder gab es eine Struktur? Ja, also ich habe das eigentlich vorher schon organisiert, ich habe das gar nicht dazu kommen lassen, dass ich morgens nichts habe. Also ich habe, wenn ich mir was geholt habe, habe ich mir das möglichst eingeteilt, also manchmal habe ich natürlich irgendwie, war ich voll im Rausch und habe so viel zu viel weggeballert. Aber ich habe halt fast immer was für den Morgen aufgehoben, damit ich morgens rauskomme. Und dann habe ich halt, also in der Schulzeit der ganz gewöhnliche Ablauf war, ich habe bin morgens aufgestanden, habe meine Nase gezogen, bin morgens um 5 aufgestanden, bin auch definitiv aufgestanden, weil ich meine, ich habe so. Also du weißt sicher, dass du aufgestanden bist und dass du dein Körper liegt jetzt nicht noch im Schlafen und träumt das alles hier. Ja, das wäre gruselig. Ja. Ja, und dann bin ich halt runter zum Geldbeutel meiner Mama, hab da Geld rausgenommen, bin dann zum Dealer gefahren, vor der Schule noch, und dann habe ich da meinen Stoff geholt und dann bin ich zur Schule oder eben nicht zur Schule. Mhm. Und dann nach der Schule bin ich wieder zu meinem Dealer, hab da gechillt oder bei irgendwelchen anderen Leuten gechillt. Und manchmal war ich halt dann irgendwie mit den Junkies nachts unterwegs und so weiter. Mhm. Aber das war so der gewöhnliche Ablauf. Okay. Es ist erstaunlich, man hat dann so auch noch erstaunlich viele normale Sachen, weil du noch zur Schule gegangen bist und sowas. Ja. Ich habe auch mein Abi gemacht. Ne? Ja. Also auch als du drauf warst. Mhm. Konntest du eigentlich am Anfang da beim Abitur noch so ein bisschen so den leistungssteigernden Effekt vom Meth sehen? Weil das am Anfang steuert das ja eine steigende Leistung. Ich glaube, was auch ein großes Problem von Leistung ist, dass man zu viel leisten muss und zu wenig Zeit hat. Und ich meine, Crystal gibt dir unheimlich viel Zeit, weil du kannst 4 Tage wach bleiben. Mhm. Du hast halt die Nacht auch noch zum Lernen, so auf der Art, ne? Und jetzt vom schlechtesten Moment, gab es einen schönsten Moment?
Die Frage, die wurde dir schon gestellt, aber ich weiß die Antwort schon, aber sag die Antwort. Den schönsten Moment? Ach so. Das hat dir der Leroy auch gestellt. Und ja, ich weiß schon die Antwort. Es ist auch immer nur schwierig, auch eine rauszupicken. Ja. Ne? Aber ja, halt damals, wo ich mit meinem damaligen Freund zusammen Heroin genommen habe und wir dann Sex hatten. Das war ein sehr inniger und schöner Moment. Ja. Was ich aber jetzt auch nicht so krass vom Heroin abhängig machen würde, weil ich war halt auch einfach mega verliebt. Und ich glaube, das bedingt sich halt gegenseitig. Frag mal, welche Musik sie feiert. Techno. Hard Techno. Und hier ist einfach eine Frage, bist du dumm? So quasi. Aber es hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, so ja. Ob man abhängig wird oder nicht, gell? Das ist, Ob ich dumm bin? Also ich habe früher als Kind tatsächlich gedacht, dass ich dumm bin. Mhm. Ich habe sogar so Gedanken gehabt wie, ich bin so dumm, dass ich nicht mehr checke, dass ich dumm bin. Mhm. Aber heute weiß ich, dass ich nicht dumm bin. Mhm. Weil du ja jetzt auch Leistungen verbringst, die gute kognitive... Ja, ich würde das gar nicht so von Leistung abhängig machen, weil das impliziert wieder, dass Menschen, die Leistung nicht abbringen, auf jeden Fall dumm sind. Ja, stimmt. So, ja. Und ja, das stimmt, ja. Nee, und ich weiß jetzt heute, das war einfach eine Blockade. Ich habe zum Beispiel, früher konnte ich nicht meine Gedanken in Worte so leicht rüberbringen. Ja, das kann ich heute noch nicht. Und daraus habe ich geschlossen, ich bin dumm. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich Dummes denke, nur weil ich es nicht sagen kann. Ne? Ja, aber ich kenne den Struggle sehr gut. Also das ist... auch mein Hauptproblem. Es gibt manchmal, bin ich im Flow und kann so alles so direkt sagen, aber manchmal eigentlich habe ich nicht, also ich glaube nicht, dass ich dumm bin, aber ich habe oft Angst davor, dass ich dumm wirke, weil ich eben rhetorisch oft nicht so begabt bin. So, ich habe irgendwie Gedanken und ich muss es dann immer so alles genau aufschreiben und so, sonst kann ich die nicht so wiedergeben, sodass sie so Sinn ergeben, so wie sie in meinem Kopf eigentlich so komplett sich klar und strukturiert vorkommen. Ja, ja, ja. Ja, und ich finde das auch sowieso, man kann das nicht messen, Dummheit oder was ist Dummheit überhaupt? Das ist also, die Fähigkeit. Man kann es ja insofern messen, weil das heißt der Intelligenzquotient. Man sagt ja nicht, man misst Intelligenz, man misst den Intelligenzquotient, den Teil der Intelligenz, das, was man messen kann, so. Ja. Irgendwo habe ich doch gelesen, was du jetzt heute machst, so du studierst. Soziale Arbeit. Mhm. Und YouTube. Ja, genau. Und sehr gut. Du schaust ja aus wie übelst der Kiffer. Ja. Bist du Kiffer? Kifferin? Nee. Kiffen ist tatsächlich, ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben gekifft. Und ich habe meine schlimmsten Erlebnisse auf Drogen habe ich auf Kiffen gehabt. Ja. Ganz, ganz krass. Ich sag auch immer so quasi, weil die Leute, die kiffen, fahren sich Weed ohne Hemmungen rein und denken, ja, ist nur eine Pflanze. Aber ich finde, man kann eher auf Kiffen nicht klarkommen als auf LSD oder sowas. Also dass der Trip schlecht verläuft. Ja, hier. Die Expertin hinter der Kamera. ich habe auch direkt rübergeschaut und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt ein Statement, dem du zustimmst. Ja. Ich bin auch teilweise neidisch auf manche Menschen so, weil ich finde, bei vielen Menschen macht das Kiffen halt eine Wirkung, die ich mir wünsche. Ja. So, weil es einfach so entspannt, so chillt und dann irgendwie lachen so und ein bisschen. Einfach völlig drauf klarkommen. Ja, ich werde halt super paranoid und ich kriege zwar auch Lachkrämpfe, aber es ist super unangenehm. Mhm, und ich habe super weirde Gedanken, dass ich irgendwie nie wieder klarkomme. Mhm, das kenne ich so gut. Also ich habe es zum Glück auch nur jedes 10. Mal oder sowas. Wenn ich Weed konsumiere, aber ich habe jetzt, weil die Leute, das ist bei mir das Gleiche, die Leute denken immer so, ich bin übelst der Kiffer und kommen so, yo, lass mal ein Kiffen zusammen. Und ich so, ich kiff nicht. So, ich hab seit April 3 oder 4 Mal konsumiert, so Weed. So. Aber wo wir gerade bei deinem Kiffer-Aussehen sind, no offense, quasi, was, willst du irgendwas, quasi, bist du Rastafari oder willst du irgendwas ausdrücken mit deinem Aussehen? Du bist auch so, ich hatte eine krasse Vergangenheit, schaut mich an. Ich weiß nicht, da ist ein bisschen mehr Geschichte dahinter, glaube ich. Also es hat bei mir, glaube ich, auf jeden Fall eine Funktion. Mhm. Aber also ich war nach der Therapie, habe ich meine Piercings raus, ich habe meine Dreads raus, ich habe ganz normale Klamotten getragen, als mussten wir ja auch. Also ich musste meine Dreads auch abschneiden und so. Und das war auch voll gut. Und es war halt danach... sah ich normal aus oder was ist denn normal, ja? Nee. Aber halt jetzt nicht so wie heute. Und ich habe mir das auch ganz lange nicht erlaubt, das
zu verändern, weil ich halt auf der Therapie gelernt habe, das sind Verhaltensrückfälle. Wenn du dich wieder wie die Szene anziehst, dann ziehst du die Szene natürlich auch an. Und das ist auch so. Ich werde zum Beispiel auf Partys immer gefragt, ob ich irgendwie Stoff da habe oder irgendwas habe. Komischerweise auch. Woher kommt das? Ich glaube, bei mir liegt es nicht am Aussehen. Was wollte ich denn gerade sagen? Aussehen, das ist, zieht dich genau. Zurück und dann hast und du dich wieder dazu entschieden. Ich finde das einfach geil. Ich finde das einfach geil, irgendwie Sachen anzuziehen, mich zu schmücken so. Das ist einfach ein Hobby so von mir. Ich finde das einfach cool so. Mhm. Und das macht mich selbstbewusst, weil es gehört natürlich ein bisschen selbstbewusster Bewusstsein dazu, irgendwie rauszugehen. Und dann bin ich von vornherein so anders so, weißt du? Also ich war, wo ich halt noch ein bisschen, da war ich einfach nicht so selbstbewusst. Und es hilft mir einfach, so zu mir zu stehen, so von vornherein, so, weil ich mir denke, okay, wenn die Leute da nicht drauf klarkommen, dann ja. Also das heißt, du hast so eine On-Off-Beziehung, so, das heißt, du hast so diesen Look schon während deiner Suchtphase erst entwickelt. Das war nicht so, als du mit 14, du hattest nicht mit 14, bevor du mit sowas zu tun hast, hast du nicht den Look. Das heißt, du bist in die Sucht hineingefallen und dann hast du dann irgendwann den Look entwickelt oder dann hast du gedacht, ah nee, der Look ist nicht so gut, weil es direkt in Konsumverbindung, dann hast du den Look wiedergefunden, hast gedacht, ich kann ihn auch ohne. Das ist auch vielleicht ein bisschen so ein Test an dein Ego, weil du sagen hast, du kannst auch den Look durchziehen und stark sein, und ich ohne dass du den Konsum. Ich finde zum Beispiel Dreads, ich finde es auch einfach ästhetisch, ich finde es irgendwie schön so, weißt du? Und es ist ja genauso wie wenn ich mir jetzt irgendwie lange Haare, glatte Haare habe, das muss man ja auch schön finden. Jeder findet auch so Bezüge, was anderes schön. Ich bin eigentlich so eher ein. Also meine Modephilosophie ist, es muss praktisch sein. Und ich denke mir so, Trends, no way, man, das ist doch einfach nur übste Act. Aber auch, auch die Piercings, alles, ich denke mir so, da muss man immer denken, man hat immer was in seiner Nase, Leute, das ist doch viel zu stressig, lass es doch einfach mal. Oder auch wenn ihr damit klarkommt, cool, aber ich denke mir so, nein. No offense, aber hast du auch Tattoos oder sowas? Yeah. Ja. Also ist das ein Tattoo? Das nee, hier oben der Punkt ist aufgemalt. Das ist aufgemalt so. Aber die sind versteckter. Oder ja, ich habe hier ein hässliches. Ah, das stimmt, hier, ich habe es gesehen. Ja. 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 Hast du Tattoos? Nee. So, immer wenn ich so Leute sehe oder sehe ich, die haben total viele Tattoos Ich glaube nicht, dass es irgendeine Person gibt, die komplett mit Tattoos zugemauert ist, die komplett normales Leben hatten. Und ich würde sagen, mein Leben ist relativ normal verlaufen und irgendwie wäre das dann irgendwie so krass out of character, wenn ich mir Tattoos machen würde. So wenn ich jetzt mein ganzes Gesicht so voller Tattoos... Also es gibt natürlich für alles Ausnahmen, aber irgendwie ist es so die Richtung, wo ich so beobachte. Ja, aber ich würde auch trotzdem sagen, ich habe auch schon einige Menschen kennengelernt, die so normal aussahen oder halt so, weißt du, also keine Tattoos und keine Ahnung. Und die sehr viel krassere Sachen erlebt haben als ich, so, weißt du, was ich meine? Und ich würde auch, im Endeffekt würde ich auch sagen, ich habe eine ganz normale Familie gehabt. Ich bin zwar irgendwie mal drogenabhängig gewesen und so, aber ich meine, wenn man jetzt das mit dir vergleicht, du machst irgendwie Trip-Videos auf YouTube und so, und wenn du jetzt voll der krasse Punker, was weiß ich, wärst, dann würde wahrscheinlich auch jeder denken, ja, klar. Ja, dass genau. Du Videos machst. Genau. Das will ich eben nicht, weil quasi, wenn ich jetzt voll Twitter, ich will nicht, dass die Leute dann so sagen, ja, klar, ich will quasi. Ja, aber weißt du, was ich geil finde, dass bei mir jeder davon ausgeht, dass ich voll der Junkie oder voll der Kirche bin. Ja, und dann so. Und das finde ich es immer geil, dieses Klischee zu widerlegen. Ja, das ist interessant, ja. Und bei mir ist es andersrum eigentlich im Grunde. Ich finde es geil, weil die Leute denken so, also wenn vom Optischen her würde man jetzt nicht denken, dass ich so Drogen erfahre. Ja. Also das hört sich irgendwie komisch an, wenn ich das sage. Aber so. Also ich werde auch, also ich wurde mehrmals von der Polizei jetzt in letzter Zeit so durch Zufall, weil ich zu schnell mit dem Fahrrad gefahren bin, direkt über rote Ampel so, Grüße gehen raus an die Polizei. die Polizei ist mir nachgefahren und ich bin vor ihren Augen, ich habe nicht gesehen, dass sie mir nachgefahren, ich bin vor ihren Augen dreimal über die rote Ampel gefahren. Dreimal, Alter! und die haben mir aber nicht mal einen Drogentest. Aber ich will einen Drogentest machen lassen, weil ich habe halt diesen braven Look und das feiere ich halt so. Also nicht 100% brav, also ein bisschen scheint es aus, weil ich glaube, das spricht schon ein bisschen Drogen, so muss man sagen. Es ist eher subtil. Also so ein Shirt, so Papagei-Shirt, ey, das
Das ist schon die Stimme in mir, die sagt Drogen, Drogen, aber ja. Aber weißt du, was ich dann richtig geil finde? Wenn ich genau weiß, ich bin nüchtern, fahre von der Party nach Hause und ich weiß, ich sehe aus wie der letzte Truffi, Alter. Und dann halten die mich an und ich denke mir so, das ist also geil. Ich muss auch sagen, ich liebe es auch, wenn ich irgendwie mit der Polizei zu tun habe und weiß, dass ich keine Drogen dabei habe und komplett nüchtern bin. Ich liebe das. Also ja, da, ja, das ist voll geil. Aber vielleicht das merken die auch ein bisschen, weil zum Beispiel, als die mich damals aufgehalten haben und so, da war ich komplett nüchtern und alles. Und ich hoffe dann immer ein bisschen, dass die mich kontrollieren, aber die machen es nie. Ich habe noch nie einen Drogentest, außer einmal, dass als ich einen Führerschein gemacht habe, kurz danach musste ich blasen, aber ansonsten noch nie. Hatten wir schon. Wie ist das beim dir, Mary? Was denn? Ja. Ich finde, Mary macht das noch krasser als ich. Durch dich traue ich mich viel mehr. Mhm. Also ich finde, bei mir ist es halt einfach, es macht mir Spaß, mich selbst zu gestalten. Und ich finde halt, wir haben das bekommen, was wir bei unserer Geburt bekommen haben. Mhm. Und ich finde es schön, da noch mehr draus zu machen. Mhm. Und das einfach, mich selbst zu gestalten. Wie Kunst. Das ist das Leben. Kunst des Lebens. Das Leben ist ja eine Kunstansicht. Das Leben ist die Kunst des Universums, sich auszudrucken und sich selbst anzuschauen. Ich glaube. Ja, genau, wir belassen es einfach dabei. Genau, ich danke dir nochmal, Nadira. Also, check den YouTube-Kanal aus, die Schnieblis. Da gibt es auch andere Themen. Schnieblis. Schniebi. Ja. Aber die Schniebis. Die Schniebis. Die Mathe. Ja. Genau. Ja. Und danke euch. Kamera. Danke dir. Interview. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.